Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit dem zweiten Teil der Manga-Ankündigungen von Kase. Gleich nach dem Intro geht's los. Ich möchte nur davor kurz noch zwei andere Sachen ergänzen. Und zwar habe ich bei dem Programmankündigungen von Egmont Manga mittlerweile den voraussichtlichen Terminplan für die einzelnen Titel ergänzt in den Kommentaren. Egmont selber hat sich dazu zumindest öffentlich aber noch nicht geäußert. Also ich habe die Sachen von der Webseite von der Animania, wo ich eigentlich glaube, dass das schon zum großen Teil stimmen wird, was sie da verbreitet haben. Aber es ist natürlich, die offizielle Version ist es noch nicht. Zum ersten und zum zweiten habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr es gestern schon mitbekommen habt, gehört, dass Carlsen Manga sich dazu entschlossen hat, Hunter x Hunter nachzudrucken. Also gute Nachrichten für alle Fans, die die Serie jetzt noch irgendwann entweder mal anfangen wollen oder überlegen, sich Bände nachzukaufen. Also jetzt nicht mehr teuer gebraucht nachkaufen, sondern warten, bis Carlsen die neuen Bände rausgebracht hat. Wird sicherlich auch bald beginnen, weil sie wollen mehrere Bände pro Monat produzieren. Gleich sehen wir uns zum eigentlichen Video wieder. Und es geht los bei Kase mit The Tale of the Wedding Rings von Maybe, die ja als Duo schon eine ganze Menge Manga bei uns rausgebracht haben. Das wird ein Fantasy-Edgy-Manga sein, aus dem Seinen-Bereich. Der läuft seit 2014 in Japan, hat bisher 6 Bände, läuft aber noch, wie gesagt, und wird ebenfalls im April 2018 beginnen und wird 7,50 Euro kosten. Und es geht darum, dass Sato seit seiner Kindheit in seine Nachbarin Hime verknallt ist. Als er ihr eines Tages seine Liebe gesteht, eröffnet sie ihm, dass sie fortgehen wird. Sato folgt ihr und findet sich unversehens in einer anderen Dimension wieder, in der seine Angebetete eine Prinzessin und die letzte Hoffnung ihres verzweifelten Volkes ist. Um ihre Welt zu retten, muss Hime unbedingt heiraten, denn ihre Eheringe bergen ein mächtiges Geheimnis. Der zweite Titel, der angekündigt wurde, ist Yunas Geisterhaus von Tadahiro Miura, ist ebenfalls ein Edgy-Manga, diesmal mehr im Comedy-Bereich, ein Shonen-Titel, läuft seit 2016 in Japan, hat bisher auch 6 Bände, startet ebenfalls im April und wird 6,95 Euro kosten. Und es geht darum, dass Kogarashi einen sechsten Sinn hat. Er kann Geister sehen und es nervt ihn gewaltig. Deswegen wendet er sich dem Exorzismus zu. Doch weil er arm und obdachlos ist, bleibt ihm nichts anderes übrig, als in einem Geisterhaus einzuziehen, dessen Miete spottbillig ist. Es dauert nicht lange und schon trifft er auf seine neuen Mitbewohner. Doch die stellen sich als sehr sexy Geistermädchen heraus. Und wie soll er diesen und ihren Freundinnen denn auch überhaupt ein Haar krümmen können? Jetzt folgen 2 Romance-Titel und zum Schluss sind dann noch 2 Boys-Love-Titel angekündigt. Der erste Romance-Titel ist Zur Hölle mit Enra von Chie Shimada, ist ein Romance-Comedy-Shoujo-Manga, in 4 Bänden abgeschlossen, kommt ebenfalls im April raus und wird auch 6,95 Euro kosten. Und es geht darum, dass Teufelssohn Enra sich die Seele von Komachi holen möchte, für eine Sünde, die sie erst in ihrer Zukunft begehen wird. Doch da stößt er aber auf unerwarteten Widerstand, denn die Tochter einer Anwaltsfamilie kennt ihre Rechte und denkt nicht im Traum daran, sich für eine Sünde die Seele rauben zu lassen, die sie noch gar nicht begangen hat. Kurz entschlossen macht Komachi ihm dann eine Seele nach dem anderen abspenstig. Und ich fand, der Titel klingt zumindest von der Beschreibung her sehr witzig. Dann kommt Gete no Hana, die Blume, die im Schatten blüht. Das soll ein Titel sein, der auf einem Videospiel basiert, glaube ich. Von Yuka Kumada, ist ein Historical Romance Titel, in 3 Bänden abgeschlossen, startet im Mai und wird auch 6,95 Euro kosten. Es geht darum, dass Hotaru als Prinzessin getarnt in dem Umfeld von Kriegsfürst Odo Nobunaga ermittelt und sie ist eine weibliche Ninja eigentlich. Und schon bald erliegt der Feldherr ihrer strahlenden Schönheit, doch sollte ihr Betrug auffallen, ist es aus mit ihr. Denn am Hof hinter die Machenschaften zu kommen, ist letztendlich genauso kompliziert, wie den Annäherungsversuchen des überaus attraktiven Nobunaga zu widerstehen.
Dann, wie schon gesagt, folgen noch zwei Boys Love Titel. Und zwar zum einen Was sich neckt, es liebt sich von Yuu Yodogawa. Ist ein Romance-Comedy-Yaoi-Manga. Ein Einzelband wird im August starten und dann auch abgeschlossen sein, ist ja nur ein Einzelband, und kostet ebenfalls 6,95 €. Und es geht darum, dass Rowdy Yoshiki keine Gelegenheit auslässt, seinen Schulkameraden Satori zu mobben. Aber Satori hat ein Geheimnis, denn wenn er jemanden berührt, kann er dessen wahre Gefühle erkennen. Auf diese Weise macht er eine überraschende Entdeckung, denn Yoshiki, der Tyrann, ist in Wirklichkeit in Satori verliebt. Na, wenn das keine gute Gelegenheit ist, es diesem Typen so richtig heimzuzahlen. Der letzte Boys Love Manga, der angekündigt ist, ist Er ist mein Gott von Komachimachi, ist ebenfalls ein Einzelband, der im Juli starten wird und auch 6,95 € kostet. Und es geht darum, dass, wenn es Götter wirklich gäbe, hätten sie Kazusas Bitten sicher längst erhört. Doch dann begegnet er auf seinem täglichen Weg zum Schrein dem Möchtegern-Gott Aka. Kazusa ergreift erstmal die Flucht. Aber er ist der Einzige, der den mit wundersamen Kräften ausgestatteten Aka sehen kann. Aka kann nämlich Wünsche erfüllen. Doch als Gegenleistung verlangt er von Kazusa körperliche Dienste. Außerdem scheint er an dem tollpatschigen Kazusa einen Narren gefressen zu haben und folgt ihm fortan auf Schritt und Tritt. Doch wie kann dieses Liebesverhältnis zwischen den beiden denn jetzt tatsächlich ausgehen? Gut. Das waren jetzt alle Titel, die Kase in dieser Runde angekündigt hat. Eine Runde folgt noch am 1. November-Wochenende, glaube ich. Ja, am Sonntag müsste das wieder sein. Und ja, das war es dann erstmal für diese Programmankündigung. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Oder sagt mir in den Kommentaren, war was für euch dabei? Wie gefallen euch die Titel bis jetzt, die Kase angekündigt hat? Und dann sehen wir uns jetzt wirklich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!